Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 14. Dezember 2019 mit einem spontanen Video und zwar mit einer Skatlegung. Also wie du siehst, also ich nehme das Video heute am Abend erst auf. Wir befinden uns heute in dem letzten Tag, in diesem Portaltag, Zyklus an dem heutigen Tag. Und vielleicht hast du auch schon besonders gespürt, die Energie des Tages. Heute hatten wir eine absolute Herzöffnung, eine absolute liebevolle Energie. Also es ging heute wirklich darum, diese allumfassende Liebe zu spüren. Vielleicht hast du dir auch die Zeit gefunden, in der Stille zu gehen und dein Herz zu öffnen, dich zu verbinden, mit deinem Herzen zu verbinden und diese tiefe Herzensliebe in dir auch zu spüren. Weil die Liebe ist die höchste Frequenz auf Erden und diese Liebe wird dir Heilung auf allen Ebenen geben. Und sei auch bereit, diese tiefe Liebe und Hingabe auch allgemein, nicht nur in deine Partnerschaft, nicht nur in der Liebe, sondern Hingabe hier auf den Erden für diese allumfassende Liebe bereit zu sein, das zu geben, dass du in diese Liebesschwingung dich befindest. So, viele werden sich auch freuen, natürlich, dass ich hier wieder aus meinem schönen Raum hier dieses Video aufnehme. Habt ihr auch wieder ein bisschen Abwechslung? Ich hatte auch einiges wirklich zu tun und auch nicht die Zeit, vielleicht auch nicht die Lust gehabt, immer dieses Hin und Her zu räumen. Natürlich, wenn ich jetzt mittwochs immer die Livestream von diesem anderen Raum mache, dann muss ich dann auch meine Gestaltung so ein bisschen, ja, mit einbauen, aber heute bin ich mal hier und ja, freue mich. Also in diese Woche habe ich also vieles auch bewegt, vieles erledigt. Also wie auch viele schon gesehen haben, Reka Spirit lebt. Und da bin ich sehr dankbar und sehr stolz darauf. Unter anderem auch natürlich Reka Reiki, Entspannung, Klang und Ausbildung. Das alte Reka lebt auch noch. Natürlich wird auch noch im Januar da sein. Das ist jetzt hier dieses Wechsel zu dem von den Alten ins Neue, also die Entwicklung. Und du spürst ja auch diese Energie generell. Also das Logo ist fertig. Also vieles haben wir schon besprochen, bearbeitet. Also einiges, die Visitenkarten kommen neu. Also es passiert auch ganz viel auch bei mir, auch energetisch, wie du das auch merkst. Und ja, ich freue mich. Sicherlich hast du dich auch gefreut jetzt, dass du gesehen hast, dass ich dieses Video mache. Und ich bin auch total berührt von euren E-Mails, die ihr mir immer wieder schreibt, von euren Fanpost, von euren Geschenken, von euren Spenden. Da kommen wieder die Tränen für eure Wertschätzung. Dankeschön von Herzen. Schaut mal hier. Und das ist von der liebe Ella. Sie hat das selber gemalt. Also sie hat mir auch ein Herz geschenkt. Und auch einen ganz liebevollen Brief. Und das berührt mich einfach unglaublich. Dankeschön dafür. So, meine Lieben, bevor ich natürlich mit der Mischung der Karten beginne, bitte ich dich, dass du erstmal deine Augen schließt und in der Energie der Kristallschale eintauchst und natürlich, dass du mir auch deine Gedanken zusendest. Ich mache heute die Skatlegung für deine Seelenpartnerschaft oder für eure Seelenpartnerschaft. Und es ist wichtig, dass du dich auch auf deine Themen dann halt auch besinnst. Schließe deine Augen. Auch eure lieben Worte
Und ja, also einfach die Verbundenheit, die ich auch zu euch fühle und auch die Dankbarkeit. So, dann konzentriere dich einfach. Warum geht es hier? Was hat halt dieses ganze Portalzyklus auch hier in dir bewegt, in euch bewegt? Wie geht es denn auch weiter? So. Heute wahrscheinlich spürst du auch diese Anziehungskraft ganz stark, also diese Verliebtheit, diese Anziehungskraft, also diese leichte Energie, die du auch zu deinem Gegenüber spürst. Und wisst ihr, was ich heute beobachtet habe? Ich war auch noch nachmittags kurz nochmal zur Post gefahren, dass auch heute so der Himmel so ganz zart rosarot sich auch verabschiedet hat. Wir haben fast jeden Tag ganz besonders den Himmel gehabt, jetzt in den Portaltagen. Also viele sagen auch, die Engel backen Plätzchen, nenn es wie du es willst. Ich sage immer, das ist wirklich durch die Portaltage haben wir einen ganz besonderen Zugang, eine ganz besondere Verbindung zum geistigen Welt. Also da passieren auch viele Dinge auf Seelenebene, was du vielleicht auch so nicht wahrnehmen würdest. Und heute ist hier dieses verliebte Energie allgemein da. Und auch im Hintergrund, die Musik, die du hörst, ist ja auch die Liebe. Also es geht hier wirklich darum, diese Nähe, die Verbundenheit, die Telepathie, die du zu deinem Herzensmenschen oder zu deinem Seelenpartner auch spürst. Und auch, also wie gesagt, hier die Lebensfreude allgemein, wenn du an ihn denkst, ja. Also ich sehe hier schon, du arbeitest an deinem Vertrauen. Es ist auch ganz wichtig, dass du an deinem Vertrauen arbeitest, weil ohne Vertrauen ist ja auch keine Partnerschaft möglich, ja. Und auch keine feste Verbindung. Arbeitest du auch an deinem Selbstwert und das ist großartig. Vielleicht bist du auch ein Stück weit in deine Selbstwert gekommen, jetzt durch diese Portaltage, auch dass dir das auch noch einiges mit auf den Weg gegeben hat und du bist mehr bei dir angekommen, auch wenn jetzt momentan dieses Glück bei dir so ein kleines bisschen noch blockiert ist, trotzdem bist du immer mehr bei dir angekommen. Und hier deine Intuition, du folgst immer mehr deiner Intuition oder verbindest du die weibliche und männliche Kräfte mehr miteinander. Also diese Karte deutet schon mal des Öfteren für Kontrolle, für Eifer, so für Abwehrhaltung. Jetzt deute ich das jetzt wie eine männliche Energie, also die männliche und die weibliche Energie miteinander zu verbinden. Also es ist wichtig in dir, dass du auch im Gefühl bist, aber dennoch die Kraft und die Stärke hast, bestimmte Dinge umzusetzen, bestimmte Dinge zu manifestieren. Und dadurch geschieht hier bei dir auch Heilung auf allen Ebenen, Herzheilung. Herzheilung ist wichtig. Also vielleicht hast du auch Themen aus deinem Ahnenhaus, also entweder Mutterthemen, Vaterthemen, die du anschauen möchtest, vielleicht auch Verletzungen, die du vielleicht so gar nicht bewusst wahrnimmst, das aber so in Unterbewusstsein doch noch mitschwingen. Vielleicht hat dir auch dieser Portalzyklus die Möglichkeit gegeben, dorthin zu schauen. Wir schauen jetzt mal einfach, was die Karten auch sagen. Ich lege sie aus. Ich habe hier auch meinen schönen Engelsflügel mitgebracht. Also ich liebe Deko. Ich habe hier so viel Deko und so schöne Sachen. Seelenpartnerschaft und das ist der Weg. Das ist der Weg. Also du befindest dich jetzt hier in deinem Seelenpartnerweg natürlich. Viele, viele schöne Dekos.
Aber wie das halt so ist, von vielen Schönen sieht man kaum den Wald. Aber ja, das hat auch was. Das ist dann halt auch so dieses Verspielte. Das bin ich. Ach, viele schöne Dinge. So. So. Wir schauen mal, wie das hier bei euch weitergeht. So, hier das schöne Bild von Ella. Bleibt dabei. Wunderschön, dass die sich so viel Mühe gemacht hat, dass sie so einen schönen Engel gemalt hat. Unglaublich. Dankeschön dafür. Dankeschön. So, also dir geht es nicht so ganz gut, also soweit ich das jetzt hier sehe. Allerdings, ja, du schaust schon optimistisch in den Bild hinein, das ist dann schon mal positiv. Deinem Seelenpartner geht es auch nicht so gut, der ist ziemlich in seine Kräfte, also ziemlich unten, also energetisch gesehen. So, du schaust in was Altes, ja, Altes, was Spirituelles, was noch blockiert ist bei dir. Spirituelle Blockade kann auch sein, dass du dir irgendwann mal einen Schwur geleistet hast, dass du das nie mehr machst oder du wirst nie mehr heilerisch arbeiten oder du wirst dich nie mehr auf diesen Weg begeben. All diese Dinge bedeuten ja natürlich etwas, dass es vielleicht hier auch blockieren könnte, ja? Also die Spiritualität bei dir so eine gewisse Blockade hätte. Und dafür wäre wirklich notwendig, dass du dich zurückziehst oder wirklich mal auch eine Reise machst oder tatsächlich dich einfach zurücknimmst, in eine Meditation gehst oder ja, eine Jakobsweg um jetzt in der Jahreszeit wäre vielleicht nicht so toll. Das ist ja immer schöner, wenn man das dann im Frühjahr macht oder wenn schönes Wetter ist, ja, dass man da auch zu Fuß wandert, sondern es geht wirklich darum, ja, dass du dich trotz all dem zurücknimmst, vielleicht auch selber zum Kraftort hinfährst oder vielleicht auch ein Kloster besuchst einfach, dass du irgendwie in eine Kirche gehst, dass du da auch betest, dass du dich zurücknimmst, dass du da hier in deine Spiritualität auch um die Lösung der Blockade bittest. Oder wie gesagt, wir können auch gerne eine karmische Blockadenlösung auch machen. Da habe ich auch jetzt für nächste Woche Buchungen dabei, damit es hier mit deiner Seelenpartnerschaft weitergeht. Weil also seit längerem bist du so hin und her gerissen, bist du unentschieden. Also du hast das Gefühl, irgendwie das geht jetzt hier nicht wirklich weiter bei euch, ja? Also ich muss mal, bleib mal kurz, ich muss mal Taschen. Verzeihung. Also hier bei deinem Gegenüber, er schaut hier wirklich in der Öffentlichkeit. Und er möchte diese Liebe auch in der Öffentlichkeit leben und überlegt gerade wie. Vielleicht steht er in der Öffentlichkeit, vielleicht aber du auch. Und ja, also das spielt hier schon in gewisser Weise eine Rolle. Ihr seid zueinander zugewandt. Also in seine unbewusste Ebene ist ihm vieles bewusst geworden, also von Unterbewusstsein vieles ihm hochgekommen, vielleicht auch in diesen Portalzyklus und er ist in der Stabilität gekommen, unbewusst weiß er das, dass er diesen Neuanfang mit dir möchte. Allerdings, also was kränkelt es hier durch dieses Unterdrückung der Gefühle? Also das ist immer wieder, wenn er sich versucht, das also zu verharmlosen, wenn er sagt, nee, das darf nicht sein. Und auch dieses, wo kommt dieses darf nicht sein, kann nicht sein, dieses Gefühl her. Also vielleicht hat er da auch irgendwie
etwas übernommen aus dem früheren Leben. Es kann auch wirklich sein, dass er dafür bestraft wurde, dass ihm das so eingeprägt wurde. Ihr passt nicht zusammen, das darf nicht sein. Also diese Dinge, ja. So, auf der Kopfebene, wie ich sehe gerade bei dir, das ist karmisch. Auch dieses Verliebtsein ist es karmisch. Also du hast schon hier eine sehr gute Intuition, aber du ärgerst dich vielleicht auch immer wieder, dass du doch nicht auf dein Bauchgefühl hörst, dass du manchmal doch in Zweifeln gerätst und dadurch auch deine Intuition so ein bisschen blockiert. Kennst du das vielleicht, wenn du das Gefühl hast, ja, was mache ich jetzt auch? Und du entscheidest jetzt irgendetwas und da sagt dir jemand, nee, ich finde das andere besser, und du kaufst das andere Teil, weil du einfach nicht deiner Intuition folgst und danach bereust du das. Ja, kennst du das sicherlich. Es geht wirklich darum, dass du diesen Gefühl in dir heißt, dass du dich nicht ärgerst, sondern wirklich deine Intuition folgst. Und also auch in so einer Situation, wenn nochmal sowas kommt bei dir, dass du sagst, mein Gefühl sagt mir das aber und es fühlt sich für mich besser an. Wenn du das sagst, es fühlt sich für mich besser an, dann können die Menschen das vielleicht besser auch annehmen in deinem Umfeld. Und auch deine Intuition in Bezug auf deinen Seelenpartner, darfst du auch vertrauen, zweifel nicht alles an. Natürlich ist jetzt auch nicht, wenn 1000 Gedanken hochkommen, dass die haben dann nichts mit der Intuition zu tun. Intuition ist was, so eine Art Eingebung ist. Wenn du etwas fragst, kommt die einfach eine Eingebung, ein Gefühl. Und immer den ersten Gefühl, die erste Eingebung darfst du dann auch wirklich folgen. Es geht auch hier wirklich darum, also diese Gefühle wirklich zu heilen, ja, in Heilung zu kommen mit diesen Gefühlen und ja, ein Stück weit auch diese Kontrolle loslassen. Also diese Kontrolle spielt hier noch bei dir eine Rolle, eine Abwehrhaltung eventuell. Also das hindert dich auch so bei dir selber so ein bisschen anzukommen. Wenn du etwas loslässt, kannst du immer mehr bei dir ankommen und auch wirklich glücklich sein. Das spielt wirklich eine große Rolle, die Kontrolle loszulassen, ins Vertrauen zu gehen. So, dein Gegenüber arbeitet wirklich an dem Vertrauen, soweit ich das jetzt auch sehe. Ich finde das sehr gut, also arbeitet auch an seinem Selbstwert, möchte in diese feste Partnerschaft und er wird auf dich zukommen mit Kommunikation, er wird darüber reden mit dir. Auf jeden Fall erfolgreiche Kommunikation, wenn er in seine Kraft gekommen ist. Es kommt ganz plötzlich, ganz unerwartet, ganz unverhofft, eine freudige Überraschung und zwar bald. Also, ihr wisst ja, im Universum ist es ja schwer mit der Zeit einzuschätzen. Aber ich würde sagen, jetzt die letzten Tage in diesem Jahr auf jeden Fall wird nochmal eine auf dich zukommen stattfinden. Und das darfst du auch wirklich so annehmen. Da darfst du auch darauf vertrauen, dass du da so in gewisser Art und Weise eine Kommunikation mit deinem Gegenüber auch führen wirst, ja. Ich würde hier noch gerne ein paar Karten ziehen und zwar erstmal eine für dich und eine für dein Gegenüber. Die habe ich lange nicht mehr benutzt, also von Maria Magdalena, Jane Roland und Marion Helwig, und würde gerne die Engel fragen um eine Botschaft. Das waren auch einige der ersten Karten, die ich besessen habe, die habe ich auch schon sehr, sehr lange, die Maria Magdalena Karten. So, eine für dich. Was sagen dir die Engel? Sehr schön. Und für deinen Seelenmenschen? Na du, also großartig. Was kommt in der Mitte, kommt das Geben. Also ich glaube, das lasse ich auch alles, weil das wird, ja, das hat auch wirklich eine Bedeutung für dich.
glaub mir. Also das Geben ist wichtig, ja, dass ihr schon füreinander gibt, das verbindet euch. Alles Gute, das ich gebe, gebe ich mir selbst. Und es kommt immer wieder Gutes zu mir zurück. Und dieser Spruch berührt mich heute total, weil ich genau diesen, so in ähnlichen Form habe ich mir selber einen kleinen Zettel gemacht, die ich bei mir trage. Ja, so ähnlich, in so einer Art und Weise, das habe ich jetzt nicht abgeschrieben, so auf diese ähnliche Art und Weise. Alles Gute, was ich gebe, kommt zu mir zurück. Ja, und ja, schreib du dir das auch auf, das verbindet euch. Ja, also auch in diese Seelenpartnerschaft, alles, was du gibst, kommt zu dir zurück. Und schau mal, was auf dich zukommt. Da kommt die Sexualität und die Lust. Ich segne das Feuer der Liebe in mir. Also das ist, ich kriege jetzt Gänsehaut gerade, wenn zwei Menschen sich in Liebe begegnen, entsteht ein kleiner Paradies. Nichts daran ist schlecht, sündig oder minderwertig. In der Sexualität verbirgt sich die Schöpferkraft. Die Liebe zwischen zwei Menschen, die Vereinigung, das Einssein, erinnert uns an Urzustand der Schöpfung. Die Sexualität und Liebeslust sind heilig. Durch die Entstehung, durch Entehrung und Verteufelung der weiblichen Sexualität konnten viel Missbrauch entstehen. Es ist an der Zeit, umzudenken. Eine höhere Kraft wollte, dass wir alle Lust, Freude und Spaß am Schöpfen und Erschaffen haben. Finden wir unsere Ekstase in unser orgastisches Lebensgefühl wieder. Heile alte Wunden der sexuellen Erfahrungen. Erlöse dein sexuelles, sinnliches Gefühl von allem alten, überholten Vorstellungen, Fesseln, Bildern. Stelle dir den Urzustand der Vereinigung in Liebe vor. Erlaube dir ein neues Bild von dir selbst in gegenseitige Liebe und Hingabe, Wertschätzung, Freude, Heiligkeit. Verbinde die sexuelle Kraft mit dem Rest des Seins. Also kommt für dich, also auf jeden Fall nochmal deine Themen in der Sexualität so anzuschauen, die zu heilen, durch dich zu öffnen. Und bei deinem Gegenüber, in erster Linie kommt mal hier die Bewunderung. Also er bewundert dich. Staunend erkenne ich die Wunder im Leben jeden Tag. Also es geht wirklich um diesen Wunder jeden Tag, ja? Und die Heilung des Verrates. Also vielleicht habt ihr euch auch im früheren Leben irgendwie verraten, dass man wirklich entweder hat er dich verlassen, du ihn verlassen, durftet ihr euch nicht heiraten, vielleicht hat der eine oder der andere auf der Familie gehört. Also Heilung des Verrates. Verrat ist ein schwerer Missbrauch, Vertrauensbruch, der uns lange beschäftigen kann. Maria Magdalena wurde als heilige und wissende Mutter und Ehefrau verleugnet. Eine Verleugnung ist auch ein Verrat, wenn man fragt, hast du was mit diesem Mann? Hast du was mit dieser Frau? Und wenn du sagst, nein. Ja, das ist dann Verleugnung, ist auch ein Verrat. Sie ist ihren Weg in Wahrheit und Anbindung gegangen, in dem Bewusstsein, dass der Verrat von der Ewigkeit nicht bestehen kann. Wo fühlst du dich verraten? Welche Situationen nagen noch an deine Seele? Wo verrätst du dich immer noch selbst? Ganz tiefe Gefühle bei deinem Gegenüber. Was hast du durch diesen Verrat gelernt? Es ist Zeit, diese wunden Punkte zu betrachten. Als Geschenk, diese Situation zu sehen und daran zu wachsen. Vergib dir und ihnen.
Du wirst göttlich geführt. Gehe deinen Weg, egal was andere sagen und denken. In dir leuchtet ein ewiges Licht, rein, unantastbar, wunderschön, kreativ und ewig. Lenke den Fokus darauf, löse das alte Bild auf und lasse ewig. Lenke den Fokus darauf, löse das alte Bild auf und lasse ein heilsames Bild entstehen. Du wirst jetzt über diesen Punkt hinausgeführt, um neue Erfahrungen der Liebe zu machen. Ein Heilstrom der Liebe strömt in die alten Wunden. Also auch die alten Wunden werden bei ihm geheilt. Dann kam die Öffnung. Ich bin total berührt, habe Gänsehaut. Ich schenke meinen Fähigkeiten, Talenten und Qualitäten Aufmerksamkeit und öffne mich für meine wahre Bestimmung. Ich wachse in meine Größe hinein und offenbare sie der Welt. Also eine Öffnung. Also da dein Gegenüber hat auch eine wahre Bestimmung in sich, ja. Und dann kommt der Wunder. Oh Gott, ich habe wirklich Gänsehaut. Also das kannst du hier auch sehen. Erwarte Wunder. Das Leben ist ein Wunder. Ich erlebe immer mehr Wunder und Fügungen. Das Leben und Wirken von Maria Magdalena und Jesus Christus bringt viele Wunder, Wunderheilungen, Wunder. Taten, Wunder liegen auf der Welt, ja, auf dem Weg. Was wir, dass wir hier sind, ist ein kleines Wunder, denn es müssen so viele Faktoren zusammenpassen, damit das Leben überhaupt entstehen kann. Wir sind alle Sieger, weil wir hier sind. Ist das nicht ein Wunder? Und auch ein Wunder, eure Begegnung ist auch ein Wunder. Ja, dass ihr euch begegnet habt, dass eure Seele sich wirklich gefunden hat, das ist auch eine kleine Wunder. Und also es passiert bei deinem Gegenüber ganz, ganz viel. Und ja, da kommt auch noch die Weiblichkeit. Ich liebe und ehre die kreative weibliche Seite in mir. Also ohne weibliche Kreativität können wir auch nichts schöpfen, entstehen keine Ideen, keine Intuition. Natürlich brauchen wir auch die männliche Seite, aber jetzt gerade für deinen Seelenpartner, für deinen Zwillingsflamme, öffne dich für die liebende weibliche Seite. Öffne dich für die liebende weibliche Seite. Empfange. Sei liebevoll und zärtlich, besonders im Umgang mit dir selbst. Und Jesus und Maria Magdalena, das waren auch Zwillingsflammen. Maria Magdalena lehrt uns die weiblichen Mysterienwege. Die innere Frau repräsentierte die weibliche Seite in uns. Sie ist zart, kraftvoll, mitfühlend, empfangend, öffnend, passiv, kreativ, fantasievoll, hingebefähig, grenzenlos, empfänglich für andere Ebenen und Dimensionen des Universums. Wie sieht deine innere Frau aus? Wie zeigt sie sich dir? Welche Gedanken steigen in dir zur Weiblichkeit auf? Wie fühlt sich deine weibliche Seite an? Was braucht deine weibliche Seite, damit sie sich entfalten kann? Wende dich immer deiner innere Frau zu. Lenke deine Aufmerksamkeit auf deine weibliche Seite und richte sie im Licht aus. Erwecke deine innere Frau und strahlendem, blühenden Leben, Träume, Visionäre. Empfange, sei herzlich und mitfühlend, sensibel und hingebungsfähig, sei liebevoll zu dir. Also wie ihr gemerkt habt, dass ich da stocke mit dem Lesen. Ich glaube, also die Brille ist auch wieder schon so ein bisschen, kann ich nicht so gut sehen, oder? Ja, also ich glaube, ja, mit meinem dritten sehe ich besser, mit meinem dritten Auge. Aber ich ziehe jetzt eine Karte für dich und eine für deinen Seelenpartner. Und was euch verbindet, Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander,
Vergiss nicht, Liebe ist der beste Heiler. Und die Verspieltheit und die Zwillingsseelen sind hier unten. So, für dich kommt auf jeden Fall die Umarmung. Du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Also es geht wirklich darum, du hast das wirklich, deine Seele hat das gefühlt. Und für dein Gegenüber, für deinen Herzensmenschen kommt das Abwarten, dass er halt ja nichts überstürzt, dass er seine Dinge hier heilt. Also erstmal bewundert dich, dass er erstmal dieses Verrat, vielleicht hat er sich selber verraten, dich verraten, er wurde verraten, dass er das heilt, dass er dann sein Herz öffnet. Und dann kommen auch Wunder im Leben, wenn er dieses weibliche Gefühl auch zulässt. Und dann fügt sich das alles von ganz alleine. Und das war jetzt die Legung für dich. Das haben die Portaltage hier bei euch bewirkt. Ich hoffe, das konntest du annehmen. Du bist damit in Resonanz gegangen. Wenn das der Fall war, hinterlass mir einfach einen Daumen hoch. Da freue ich mich sehr darüber. Und abonniere meinen Kanal, da freue ich mich umso mehr, wenn du nächste Mal auch live hier bei meinem Video auch wieder dabei bist. Außerdem, es sind noch die letzten, wirklich die letzten Ringe noch zu vergeben. Also nächste Woche denke ich mir, das sind, ich weiß jetzt nicht, also ich glaube 4 Stück noch übrig, also 4-mal, also wenn du was noch haben möchtest, also nächste Woche werden sie dann alle sein. Und freue ich mich, wenn du das haben wirst, dann werden sie noch eventuell Weihnachten noch bei dir ankommen. Wichtig ist dabei, wenn du das buchst, natürlich, dass du auch mir direkt eine Überweisung sendest. Entweder per PayPal oder per Banküberweisung. Du kannst mir auch gerne eine Screenshot von der Überweisung schicken. Dann sehe ich das direkt, kann ich sofort losschicken. Und das kann auch in wenigen Tagen sofort bei dir sein. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.